Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der Medien, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Bankenverbandes, heute anlässlich des Präsidentenwechsels. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich bei uns erschienen sind. Ja, heute sind schon wieder 3 Jahre um. Herr Fitschen, der das Amt vor 3 Jahren von Herrn Andreas Schmitz übernommen hat, übergibt es heute an Herrn Peters, Gesellschafter der Berenberg Bank in Hamburg. Und für uns ist dies ein Anlass, ein wenig zurückzublicken, aber auch auf die Herausforderungen der neuen Präsidentschaft zu schauen. Wir haben das heute so vorgesehen, dass zunächst Herr Fitschen einen kleinen Rückblick macht, dann wird Herr Peters sprechen und anschließend sind die beiden gemeinsam mit Herrn Kemmer, dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, noch bereit, gern ihre Fragen zu beantworten. Ja, wir haben heute ja die altbekannten Spielregeln, das heißt, die Fragen von Ihnen sollten sich bitte auf den Bankenverband beziehen. Beide Präsidenten können nichts speziell zu 2 Häuser sagen, auch aus aktuellem Anlass. Das aktuelle Thema Panama werden wir heute als Verband behandeln, aber nicht auf die Häuser bezogen. Vielen Dank dafür. Ja, lieber Herr Fitschen, dann haben Sie das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bicker, von meiner Seite aus herzlich willkommen. Ja, vielleicht bietet es sich an, nach den Diskussionen in den vergangenen Tagen zu dem einen Thema gleich eingangs etwas zu sagen. Panama. Um es ganz einfach auszudrücken, das, was viele angesichts der Informationen, die dort sehr geballt verkündet wurde, vermuten, nämlich dass Banken sich hier bei Steuerhinterziehungsdelikten beteiligt haben, dazu haben wir eine ganz klare Meinung. Es gibt keinen Anlass, keinen Sinn für Banken, so etwas zu tun. Und wir sollten ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass wir im Verband schon seit Jahren eine Teilnahme an dem, was dort vermutet wird, verurteilt haben. Wenn sich jemand immer noch daran beteiligt, dann ist ihm einfach nicht zu helfen. Er gehört nicht zu uns. Und insofern ist es etwas, was grundsätzlich keine neuen Tatbestände zutage gefördert hat. Was mich, und ich will das durchaus eine sehr persönliche Meinung dahinstellen, weil vielleicht der ein oder andere Verband zu dem Thema eine etwas andere Nuancierung wählen würde. Was mich schon ein bisschen konsterniert ist, dass hier etwas verkündet worden ist, was in der Sache absolut nicht neu ist. Keiner kann behaupten, er wusste nicht, dass es so etwas gibt. Und wir wissen, dass es viele Länder gibt, wo es diese Briefkastenfirmen gibt. Wir brauchen nicht nach Panama zu gehen. Wie einige gesagt haben, zu Recht gesagt haben, auch in Europa gibt es noch Hausarbeit. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir als Banken, wenn ein Kunde mit sehr legitimem Hintergrund so etwas macht, ihm gerne dabei folgen. Aber wir werden ihm nicht einen Schritt folgen, wenn wir einen Moment dafür haben, dass mit Hilfe dieser durchaus legal etablierten Firmen etwas gemacht wird, was nicht legal ist und auch nicht legitim ist. Oft wird gefragt, was heißt denn das, wenn Sie immer sagen, die Banken machen so etwas nicht mehr? Was tun Sie denn dagegen? Jetzt will ich Ihnen nicht alles erklären, was in den verschiedenen Häusern in den letzten Jahren mit sehr großem Einsatz an Verfeinerungen in den Kontrollmechanismen schon erledigt worden ist. Eine Zahl vielleicht, die Ihnen etwas anschaulicher macht, dass in der Tat sich vieles geändert hat. Ich kann Ihnen nicht die Zahlen nennen für das letzte Jahr, aber für das Jahr 2014 sind in Deutschland knapp 25.000 Geldwäscheanzeigen von Banken gemacht worden. Die Zahl ist ungefähr, wenn ich mich recht entsinne, doppelt so hoch wie im Jahre 2012. Und in der gleichen Periode von 2012 rückwärts auf 2009 ist sie auch nochmal um ähnliche Prozentsätze gewachsen. Das sind keine Zahlungen, die von Banken initiiert worden sind, sondern es sind Vorfälle, bei denen die Filter, die die Banken insbesondere in ihre Zahlungsverkehrssysteme eingebaut haben, dazu geführt haben, dass ein Element vorhanden ist, das Anlass gibt, einen solchen Verdacht zu melden. Es heißt nicht, dass es illegal ist, illegitim ist, bestraft werden muss. Aber so funktioniert es. Sie können sich vorstellen, dass das mit sehr viel Aufmerksamkeit in unseren Häusern tagtäglich immer
praktiziert wird. Und so vielleicht die Bitte, dass wir das, was wir jetzt an neuen Informationen empfangen haben, sehr sorgfältig analysieren, um dann nach sorgfältigem Abwägen auch bestimmte Erkenntnisse erzielen zu können, aber nicht ganz allgemein etwas verurteilen, ohne dass wir die Hintergründe genau beurteilen können. Ich bin deswegen auch dankbar dafür, dass auch in der Politik inzwischen erkannt worden ist, dass es durchaus legitime Gründe dafür gibt, dass solche Unternehmen existieren und auch, wenn ich das richtig vernommen habe, in Zukunft existieren dürfen. Das, was ich mit den Zahlen andeuten wollte, ist übrigens auch von dem Chef des Empfängers, nämlich dem Chef des BKAs, vor wenigen Tagen als vorbildliches Verhalten der Banken charakterisiert worden. Wir haben gestern Abend dann Mitteilungen bekommen, die wir erst noch verdauen und würdigen müssen, über das, was unser Finanzminister im Laufe dieser Woche mit seinen Kollegen gemeinsam diskutieren wird. Um es ganz simpel zu sagen, dem kann man nur beipflichten. Er tut nicht nur den Finanzbehörden damit etwas Gutes, sondern auch den Banken. Für uns ist es eine unangenehme Situation, immer in Verbindung mit diesen Themen in ein Licht gerückt zu werden, in dem wir nicht gesehen werden wollen. Und ich bin sicher, dass diese Meldepflichten, wenn sie dann so praktiziert werden, wie es angedacht wird, auch dazu führen, dass es weniger Anlass zu Zweifeln gibt und die Transparenz uns allen auch ein erheblich weniger risikobehaftetes Miteinander dann erlauben werden. Um es nochmal zusammenzufassen in einem sehr simplen Satz: Wir haben als Bankenverband immer und werden es auch, Herr Peters, davon gehe ich aus, in Zukunft so handhaben, dass wir alle Maßnahmen, die Geldwäsche und Steuerhinterziehung sinnvoll bekämpfen und verhindern, unterstützen werden. Und da gibt es keinen Raum für unterschiedliche Interpretationen. Regulierung. Die Diskussion ist immer noch sehr heiß. Mitunter verschärft sie sich dahingehend, dass wir schon hin und wieder von Basel IV sprechen, sollten wir meines Erachtens tunlichst vermeiden, denn es dramatisiert die Sache vielleicht mehr, als notwendig ist. Ich persönlich halte mich da lieber an dem, was die Gouverneure der Zentralbanken und die Heads of Supervision zu Beginn dieses Jahres öffentlich verlautbart haben. Sie haben ihr gemeinsames Ziel unterstrichen, bis zum Ende dieses Jahres die Regulierungsvorhaben mit einer Ausnahme beenden zu wollen. Diese Ausnahme war die Beurteilung der Kapitalunterlegung für sogenannte Sovereign Exposures. Das würden wir sehr begrüßen, wenn das möglich ist. Wir sind uns natürlich bewusst, und das hat immer ein bisschen Anlass gegeben dafür, schon nach vorne zu gucken und sagen, es hört ja nicht auf, es geht immer weiter. Deswegen auch Basel IV in die Diskussion einzuführen, weil bestimmte Vorschläge auch vom Basel Committee gemacht worden sind, die in der Tat Anlass geben zum Nachdenken. Und auch hier berufen wir uns gerne auf das, was die EZB wiederholt zu diesem Thema gesagt hat, dass es ihr Wunsch ist, selbst wenn es bestimmte Regeländerungen noch gibt, für die Bankengemeinschaft insgesamt es kapitalneutral dann wirken zu lassen. Das heißt, wenn es noch zusätzliche Maßnahmen gibt, die vermehrten Kapitalbedarf nach sich ziehen, müsste es logischerweise dann auch Erleichterungen bei anderen Bereichen geben. Im Kernpunkt steht die Erkenntnis, dass eine ganze Menge passiert ist im Bereich der Bankenregulierung und damit auch im Bereich der Stabilisierung der Banken und dass wir immer gesagt haben, wir sollten jetzt erstmal abwarten, wie das Ganze gemeinsam wirkt. Und deswegen ist es auch gut, dass jetzt die EU beschlossen hat, die Auswirkungen der Finanzmarktregulierung nochmal zu überprüfen. Und dann kann man, sofern noch Bedarf besteht, immer noch nachlegen. Aber wir Banken wollen auch gerne dem, was neben der Stabilisierung von den Banken erwartet wird, nachkommen, nämlich einen Beitrag zu leisten, das wirtschaftliche Wachstum über eine effiziente Kreditgewährung nachhaltig unterstützen zu können. Wir haben uns geäußert, gemeinsam mit den Kollegen der anderen Verbände, zu einem Thema, was in Deutschland
sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein europäisches Einlagensicherungssystem soll her. Wir haben durchaus nuancierte Ansichten zu dem Thema. Ich persönlich neige wiederum dazu zu sagen, ja, zu guter Letzt ist auch das ein Teil einer vollendeten Bankenunion. Nur, wir haben gemeinschaftlich immer darauf hingewiesen, dass weder der Zeitpunkt gekommen ist, um das jetzt umzusetzen, zumal viele der anderen europäischen Länder das, was schon vereinbart worden ist, noch nicht mal im Ansatz umgesetzt haben und dass man sich dann auch gleichzeitig darüber einig werden muss, nach welchen Kriterien die Beiträge dann geleistet werden müssen. Hier ist also kein unmittelbarer Handlungsbedarf zu erwarten, weil die Anpassung bei unseren Nachbarländern sicherlich sehr viel mehr Zeit bedarf, um dann überhaupt eine Basis für so etwas zu finden. Insgesamt haben wir uns lobend ausgedrückt über das Zusammenwirken mit dem neuen Regulierer. Viel mehr, als es vielleicht von dem einen oder anderen bewusst geworden ist, haben wir miteinander gesprochen und haben einen Dialog etabliert, der heute auf einer guten Vertrauensbasis basiert, der eine ständig verbesserte Informationsbasis kreiert, aber auch gleichzeitig hin und wieder auf unserer Seite dann die Fragen auslöst, dahingehend, ob dann noch mehr geliefert werden muss und ob es immer so schnell gehen muss, wie es mitunter eingefordert wird. Auch das ist Teil eines konstruktiven Dialoges, gerade auch mit Blick auf das, was kleinere Institute zu Recht beklagen. Relativ gesehen sind die administrativen Kosten, die mit den Einführungen dieser Änderungen verbunden sind, bei Ihnen wahrscheinlich besonders schmerzhaft aufgestoßen und führen auch dazu, dass dann die Ertragslage gerade mit Blick auf einige Transaktionsarten sich als weniger vorteilhaft erweisen, als das vorher der Fall gewesen ist. Aber insgesamt haben die Banken sich in diesem Thema sehr weit nach vorne bewegt. Und deshalb denken wir auch, dass es wichtig ist, von unserer Seite darauf hinzuweisen, dass bei all den Regelungen auch der Aspekt eines kommerziell tragenden Geschäftskonzeptes nicht aus den Augen verloren werden darf. Um es anders zu formulieren, wir weisen immer wieder darauf hin, dass die Möglichkeit vorhanden sein muss, ein profitables Bankgeschäft zu betreiben, weil auf Dauer nur profitable Banken ihre Rolle für die gesamte Wirtschaft erfüllen können. Ein besonderer Aspekt, gerade in jüngerer Zeit, ist das Thema Digitalisierung. Von einem schon als etwas sehr Dramatisches charakterisiert, dramatisch dahingehend, dass hier die Wurzeln gelegt werden für ein völlig anderes Bankensystem. Und einige gehen sogar so weit zu sagen, dass die alten Banken es sehr schwer haben werden und viele es gar nicht schaffen werden, sich durchzusetzen. Das ist maßlos und verwirrt. Wenn Sie sich gerade die jüngsten Zahlen anschauen zum Wachstum der verschiedenen Lending-Plattforms, dann glaube ich, ist es Zeit zu überdenken, wohin dieses Geschäftsmodell führen wird. Um es nicht falsch bei Ihnen ankommen zu lassen, die Existenz der Fintechs wird von uns begrüßt. Auch wenn wir hin und wieder uns herausgefordert sehen als Wettbewerber, ich denke, dass wir sehr viel davon profitieren können, was sie anstoßen, was in unseren Häusern aus vielen Gründen in der Vergangenheit nicht vielleicht mit der gleichen Intensität in Angriff genommen worden ist. Das werden wir jetzt mit Ihrer Hilfe und teilweise auch im Wettbewerb mit Ihnen wahrnehmen müssen. Und deswegen hat der Bankenverband sich im letzten Jahr entschlossen, sich zu öffnen für eine Mitgliedschaft der Fintechs. Das hat viele überrascht. Wir sollten durchaus das als einen Ausdruck unseres Selbstbewusstseins, aber auch gleichermaßen als ein Anerkenntnis für die Bedeutung sehen, die wir diesem Sektor beimessen. Bedeutung in zweierlei Hinsicht. Einmal das, was in aller Munde ist, nämlich das Verhältnis Kunde zur Bank zu verbessern und so zu gestalten, wie es den Bedürfnissen der Kunden optimal gerecht wird. Zweitens, darüber spricht man weniger, aber es ist mindestens genauso wichtig, die internen Kostenstrukturen nachhaltig zu verbessern, indem wir die Verknüpfung der einzelnen Teile in unseren Häusern mithilfe der Technologie der Fintechs optimieren. Und insofern
sollten Sie uns durchaus positiv gestimmt sehen, wenn wir über Fintechs nachdenken. Selbst wenn wir feststellen müssen, dass es durchaus bestimmte Prozessschritte gibt, wo Sie zurzeit als Wettbewerber durchaus erfolgreich sind. Aber auch hier wissen Sie, dass wir nicht stillgesessen haben, sondern eine Antwort gefunden haben, die wir jetzt ganz konsequent umzusetzen im Begriff sind. Wir werden in Kürze den Aufschlag machen mit dem Kommunikationsforum Digital Banking. Ich glaube, es sind 20 Fintechs, die im ersten Schritt mitmachen. Und es ist mein Eindruck, dass sie sich ebenso wie wir darauf freuen, diesen Dialog auf dieser Plattform zum Wohle beider Seiten dann aufnehmen zu können. Denn wir stellen fest, dass wir von Ihnen lernen können, Sie gleichermaßen aber auch von uns eine ganze Menge lernen können. Ein Grundsatz, von dem lassen wir nicht los. Egal, wie ein Institut, eine Firma heißt, egal, was draußen am Türschild steht, in dem Augenblick, wo drinnen Bankgeschäfte stattfinden, müssen sie genauso reguliert werden wie beim Institut, wo draußen an der Tür ein Bankschild ist. Von diesem Grundsatz darf nicht abgewichen werden. Es führt sonst zu falschen Incentivierungen, Bankgeschäfte dorthin zu bringen, wo sie dann eben nicht mehr reguliert sind. Und das ist auch nicht die Plattform, von der wir dann aus einen fairen Wettbewerb machen müssen. Herr Peters wird gleich noch zu anderen Aspekten Stellung nehmen. Und wir werden nachher ja auch Ihre Fragen beantworten wollen, andere Themen noch im Detail besprechen können. Etwas ist mir wichtig, zum Schluss nochmal zu betonen, dass wir bei all den Elementen, die uns sehr intensiv beschäftigt haben, ich habe jetzt zwei angesprochen, Peters wird noch eins ansprechen, dass wir es schaffen, einen effizienten Bankensektor in Deutschland aufrechtzuerhalten. Es ist wichtig für Europa, ich muss Ihnen gegenüber nicht noch mal betonen, dass wir in Europa immer noch feststellen müssen, dass die Wirtschaft viel stärker als in anderen Regionen auf der Welt abhängig ist von der Fähigkeit der Banken, Kapital effizient zu allozieren. Und dass wir aus diesem Grunde auch immer wieder darauf hinweisen, dass alle diese Maßnahmen, die unter diesen Stichworten ergriffen werden, nicht nur mit Blick auf Europa zu sehen sind, sondern auch mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Banken im Vergleich zu dem, was wir aus Amerika und zunehmend auch aus Asien sehen. Wer das vernachlässigt, der versündigt sich in der Zukunft der Banken in Europa. Und das darf und sollte nicht möglich sein. Wir haben eine ganze Menge erledigt. Vielleicht werde ich nachher noch Gelegenheit haben zu sagen, was wir vielleicht noch etwas intensiver hätten machen sollen. Aber ich nutze gerne die Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken für das Interesse, was Sie an dem Verband gehabt haben, für den Dialog, den wir gehabt haben. Bei den Kollegen bedanke ich mich später. Herrn Peters darf ich an dieser Stelle schon einmal viel Glück in der Präsidentschaft wünschen. Wir setzen mit dem Wechsel eine alte Tradition fort, die über viele Jahre gepflegt worden ist. Sie haben viele Jahre dabei mit teilgenommen. Und insofern wird das auch sehr geräuschlos zwischen uns beiden funktionieren. Und der Verband der Geschäftsführung wird ohnehin die nötige Stabilisierung immer wieder beibringen. Die Themen, über die wir heute sprechen, ich fürchte, sie werden uns noch eine ganze Reihe von Jahren beschäftigen. Aber ich bin sicher, dass der Verband auch im Konzert mit den anderen beiden Verbänden, das möchte ich gerne noch mal herausstreichen, dass auch diese Zusammenarbeit uns immer Spaß gemacht hat. Selbst dort, wo wir nicht hundertprozentig der gleichen Meinung waren, haben wir uns sehr konstruktiv miteinander austauschen können und gleichzeitig dann nach draußen, glaube ich, eine Phalanx für die Kreditwirtschaft in Deutschland immer gestellt, dass wir das auch in Zukunft so halten werden. Vielen Dank und damit übergebe ich zunächst an Herrn Peters. Ja, vielen Dank, Herr Fitschen, auch für die zum Schluss sehr persönlichen Worte. Herr Peters, dann haben Sie das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir ein herzlich willkommen. Wir kennen uns teilweise auch noch nicht. Ich hoffe, wir werden eine gute Zusammenarbeit haben, weil wir brauchen Sie als Sprachorgan. Und ich hoffe, dass wir Sie mit vielen, vielen Dingen versorgen können, die auch interessant sind dann für Ihre Leserschaft, weil die Themen werden definitiv nicht abreißen. Können Sie mal ein Feedback geben, ob es gut zu hören ist?
Gut. Ja, als erstes möchte ich mich, auch wenn die Stabübergabe noch ein bisschen später passiert, recht herzlich bedanken bei Herrn Fitschen. Wir haben in der letzten Periode sozusagen, die ja über 3 Jahre ging, wir sind angefangen, da waren wir noch in der Griechenland-Krise. Ich glaube, für viele liegt das schon wieder sehr weit zurück. Wir haben die systemrelevanten Banken gehabt, die einem Stresstest unterzogen wurden. Wir haben über Trendbankensystem gesprochen und wir haben auch über Bankenabgabe und unendlich viele verschiedene Themen gesprochen. Und es war eine sehr anspruchsvolle und auch eine sehr komplexe Zeit. Was ich besonders geschätzt habe an Herrn Fitschen, und das macht ihn ja auch so liebenswert, wenn ich das so sagen darf, dass wir immer offen diskutiert haben. Es war nicht, dass man irgendwie spürte, da ist eine große Bank, die sozusagen ein Thema einnimmt und wir haben nur die Chance, dieses Thema dann auch entsprechend aufzunehmen und umzusetzen, sondern wir haben immer in Augenhöhe diskutiert. Auch in unserem Präsidium mit Herrn Andreas Schmidt zusammen war das eine ausgesprochen angenehme Diskussionsbereitschaft von allen Seiten. Und wir sind dann immer, eigentlich immer in den 3 Jahren, obwohl die Themen so komplex waren, zu einmütigen Lösungen gekommen. Und wir haben dadurch auch eine extreme Vertrauensbasis geschaffen. Jetzt kann ich nicht vom Mikrofon weg. Ich möchte mich gerne zu Herrn Fitschen wenden. Also es war eine unheimlich tolle Zeit, möchte ich mich recht herzlich für bedanken. Und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. So, kommen wir jetzt zu den Themen, die wichtig bleiben. Und so ein bisschen ist da auch eine kleine Wiederholung drin, wie wir das eben schon von Herrn Fitschen gehört haben. Es geht um die Komplexität der Regulierung. Stellt man sich viel darunter vor. Aber man muss Folgendes sehen, sie ist inzwischen schon so komplex geworden, dass sie im Grunde genommen droht, den Kunden, aber auch die Aufseher bis hin zu den Banken uns zu überfordern. Wir reden einerseits über die systemrelevanten Banken, aber wir reden auch, was Herr Fitschen auch schon gesagt hat, über kleine und mittlere Banken. Und hier sind enorme Ansprüche im Augenblick aufgelaufen, die abgearbeitet werden müssen. Und wenn wir über Basel III zum Beispiel reden und wir reden über MiFID II, dann sind das Aufgaben in ihrer Komplexheit. Kann man vielleicht mal gucken auf Basel I, da haben wir 35 Seiten gehabt. Wenn wir jetzt Basel III sehen, da haben wir 850 Seiten. Und wenn wir die Ausführungsbestimmungen noch dazu nehmen oder die Umsetzungsverordnung, kommen wir auf über 1000 Seiten. Wir reden hier auch immer über Banken, die vielleicht nur 300, 500 Mitarbeiter haben. Und das ist sicherlich dann ein Riesenproblem, weil sie müssen das auch umsetzen in ihrer IT. Und warum ist das ein Problem? Wir haben ja unheimlich viele Behörden, die wir im Augenblick mit Daten versorgen müssen. Da sind die Ansprüche von den Behörden unterschiedlich. Das heißt also, man muss Dateien erstellen für die eine Behörde, für die andere Behörde, alles unterschiedlich. Das heißt, sie brauchen eine riesige Investition in die IT. IT-Investitionen brauchen wir im Augenblick mehr auch in Richtung auf den Wettbewerb. Denn was Herr Fitschen gerade sagte über die Fintechs, das drückt natürlich jede Bank. Und jede Bank muss überlegen, wie muss sie mit ihrer IT in die Zukunft gehen. Und das heißt, es müssen Investitionen stattfinden. Und das ist natürlich ein Problem. Die Frage ist, wie können wir die Komplexheit reduzieren? Wir sollten erstmal Studien machen, wie die Regulierung wirkt, und dann müssen wir sehen, dass wir bürokratische Anforderungen reduzieren oder zumindest besser koordinieren. Auf nationale Sonderwege, das ist uns sehr wichtig, sollten wir verzichten. Wir haben ja gerade die Neuregulierung der Kapitalmärkte durch die Europäische Kommission. Und hier dringen wir darauf, dass wir ein Level Playing Field haben. Das heißt also, Wettbewerbsverzerrung sollten wir sehen, dass wir die unterlassen. Und da kommen wir einfach mal auch auf den Verbraucherschutz. Da ist Deutschland ja immer so ein bisschen vorangelaufen. Und bei diesem Voranlaufen müssen wir Folgendes sehen, dass das jetzt nicht in Europa umgesetzt wurde. Also zum Beispiel, warum brauchen wir Produktinformationen für Aktien und einfache Anleihen? Oder auch, warum brauchen wir ein Beraterregister und ein Register für Kundenbeschwerden? Für uns ist wichtig, dass man alles das, was man auch im Verbraucherschutz zukünftig vielleicht noch wieder diskutiert, dass man das mit Augenmaß erfüllt. Das nächste Thema ist die nicht abzugsfähige
Bankenabgabe, das kennen Sie schon, da haben wir endlos drüber gesprochen. Man muss einfach sehen, die Bankenabgabe ist jetzt europäisch nicht einheitlich in der Weise, steuerrechtlich eben nicht abzugsfähig. Wir haben im Steuerrecht im Grunde genommen das formuliert, wenn es aus der Banktätigkeit sozusagen sich ein Aufwand ergibt, dass der abzugsfähig ist, ist aber in Deutschland nicht erlaubt. Wir möchten gerne, dass die Grundsätze in Europa gleich behandelt werden und dementsprechend auch dieses Thema. Gut, das nächste, worüber wir auch schon ansatzweise gesprochen haben, spielt natürlich eine große Rolle. Wir müssen ja immer wissen, was wollen unsere Kunden und was wollen die Geschäftspartner. Und die Geschäftspartner, die wollen bei uns eine sehr große Vielfalt in der Bankenlandschaft. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass die Regulierung nicht dazu führt, dass wir mehr und mehr unsere Geschäftsmodelle angleichen. Das wäre im Grunde genommen fatal, weil dann sind wir hier in Deutschland nicht mehr in der Weise auf unsere Kunden ausgerichtet, auf die Wettbewerbsfähigkeit auch unserer Kunden. Denn wir sind überzeugt davon, Deutschland ist stark in der Wirtschaft, auch im Mittelstand. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir eine so starke, vielfältige Bankenlandschaft haben. Das nächste Thema, was uns sozusagen auf dem Herzen liegt, das ist ein sehr heikles Thema. Es geht um die EZB-Politik. Und hier muss man als erstes mal ganz deutlich sagen, die EZB hat in der Vergangenheit hervorragende Entscheidungen gefällt, hat für die Stabilität des Finanzmarktes und des Finanzplatzes sozusagen extrem beigetragen. Sie hat die Märkte beruhigt. Herr Draghi hat da enorme Leistungen gebracht damals und wir haben da enorm von profitiert. Heute müssen wir natürlich sehen, auch wenn sozusagen europäisch diese Politik nachzuvollziehen ist, müssen wir als Verband so ein bisschen gucken, was heißt das für unsere Banken. Und wir müssen natürlich dann auch formulieren und sagen, eine negative Zinspolitik, wie wir sie derzeit haben, die ist schwer nur auszuhalten. Weil wir müssen Folgendes sehen, wir haben ja nicht nur bei der EZB einen negativen Einlagezins von 0,4%. Wir haben auch das Problem, wenn wir irgendwie in den Laufzeiten Geld investieren wollen beim Bund. Ich meine, das trifft Sie ja wahrscheinlich auch täglich, dass der auch negativ ist und das sogar bis zu 9 Jahren. Und da müssen wir uns im Grunde genommen fragen, wie wollen wir zukünftig eigentlich unser Geld anlegen? Das ist sicherlich auch Thema. Wenn Sie heute aufs Girokonto gucken, werden Sie feststellen, wunderbar, ich habe zumindest noch einen Nullzins, also Sie können 3 Wochen in Urlaub fahren und haben immer noch null. Was passiert aber, wenn dieser negative Zins, den wir derzeit haben, sich so weiterträgt? Was passiert dann? Können die Banken es durchhalten, weiter zu sagen, sie geben ihnen null und wenn sie über Nacht anlegen bei der EZB, bekommen sie 0,4. Da ist sicherlich ein großes Fragezeichen drin und das wird die Banken extrem belasten. Sie müssen sehen, dass wir im Bankengeschäft 70% der Erträge sind Zinserträge. Sie kommen aus dem Zins, aus der Zinsdifferenz. Und dieses Thema wird sicherlich jetzt so nicht bleiben können, weil Zinsen gibt es ja nicht mehr so viel zu verdienen. Also wird diese Marge insgesamt zusammenlaufen. Des Weiteren muss man sehen, was gibt es für Anreize im Augenblick. Wir merken ja, wenn wir die Immobilienpreise sehen, vor allen Dingen in den Ballungszentren, wie die nach oben schießen. Also man kann eigentlich jede 3 Monate, jede 6 Monate sehen, wie die nach oben gehen. Diese Verzerrungen kommen natürlich zustande, wenn ich einen negativen Zins habe und noch schlimmer ist, wenn ich 3 Wochen in Urlaub fahre und ich sehe, auf meinem Girokonto ist es weniger geworden, ohne dass ich was ausgegeben habe. Also hier sehen wir auf jeden Fall ein gewisses Konfliktpotenzial für unsere Banken und das müssen wir im Grunde genommen offensiv diskutieren. Ja, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann müssen wir einfach sagen, unsere Aufgabe als Verband, was ist eigentlich die Kernaufgabe des Verbandes? Und wir müssen für einen stabilen Finanzplatz in Deutschland sorgen mit einem wettbewerbsfähigen Bankensystem. Das ist die Kernaufgabe unserer Zukunft jetzt. Und ich gehe davon aus, dass wir die nächsten 3 Jahre hierfür hart arbeiten müssen, dass wir viele Themen haben, die wir abarbeiten müssen. Und wir wollen unseren Banken im Verband dabei kräftig zur Seite stehen. Das ist unsere Aufgabe und dafür stand Herr Fitschen, dafür stehe ich jetzt auch und das werden wir in Zukunft angehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Peters. Ja, die beiden Präsidenten, der scheidende Präsident und der zukünftige Präsident haben schon verschiedene Themen angesprochen. Ich denke, wir starten jetzt mit der Fragerunde.
Und da heute einige Kollegen dabei sind, die nicht allzu oft bei uns bisher zu Gast waren, würde ich Sie doch bitten, so nett zu sein, ganz kurz Ihren Namen und das Medium zu nennen, für das Sie berichten. Wir freuen uns dann auf Ihre Fragen, die sich bitte auf den Verband beziehen. Danke sehr. Dann fangen wir an. Herr Pichler, bitte. Ja, Pichler, Stuttgarter Zeitung. Mich würde von Herrn Peters und Herrn Fitschen interessieren. Finanzminister Schäuble hat ja gestern auch angekündigt, Fehlverhalten von Banken im Zusammenhang mit Panama und anderen Steueroasen stärker zu ahnden. Fühlen Sie sich da angesprochen oder sehen Sie sich da einem Generalverdacht ausgesetzt? Ich würde ganz einfach sagen, wenn es Fehlverhalten gibt, dann muss Fehlverhalten auch sanktioniert werden. Bitte schön, die nächste Frage. Der Kollege hier vorne. Ich habe zwei Fragen, wenn Sie gestatten. Also Markus Reichert ist mein Name, ZDF von Teil 21. Wie wollen Sie denn, also können Sie sich auch kurz zu den Panama Papers noch mal ausführlicher äußern und sagen, wie Sie sich als Präsident dieser Präsidentschaft vorstellen, gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorzugehen? Herr Peters? Zur letzten Frage. Geldwäsche und Steuerhinterziehung ist absolut nicht tragbar. Ganz deutlich. Ich hatte ja deswegen den Versuch gemacht, Ihnen anhand von Zahlen zu beweisen, dass das nicht ein neues Thema ist, was Sie jetzt hier ansprechen. Sie können doch nicht erklären, dass es 25.000 Geldwäsche-Verdachtsanzeigen gibt, wenn bei den Banken etwas passiert, was den Kunden nicht sichtbar ist. Und deswegen haben wir hier ein Problem, Ihnen immer überzeugend darzulegen, dass das, was wir immer bekennen, auch umsetzen. Das ist nichts Neues. Und deswegen auch von Peter die Frage, wenn jemand sich nicht an die Regeln, an die Gesetze, die Vorschriften hält, dann ist ihm nicht zu helfen. Dann soll er bestraft werden. Über das Maß kann man sich streiten. Aber wir haben es in der Hand, dafür zu sorgen, dass es keinen Anlass gibt zur Strafe. Insofern können wir mit dem Thema ganz gut umgehen. Vielleicht noch eins zur Ergänzung, was sehr, sehr wichtig ist. Also wenn wir über 5 oder 10 Jahre zurückgehen, haben wir noch nicht die Möglichkeit gehabt, sozusagen via Internet alles sozusagen zu eruieren, was gibt es im Internet. Heute sind wir IT-mäßig so aufgestellt, dass die gesamten Kunden gegen alles, was im Internet sozusagen auftaucht, an Nachfragen sofort Informationen bekommen. Das heißt, wenn wir irgendeine Information haben, deswegen gibt es auch so viele Verdachtsanzeigen, wird Anzeige erstattet und das wird konsequent umgesetzt. Und wenn wir feststellen, dass dieser Kunde dann auch nicht mehr tragbar ist, wird die Beziehung beendet. So, da kann man natürlich zurückgucken und sagen, wie war das vor 10 Jahren? Da hatte man natürlich diese gesamten Informationen nicht. Man braucht ja erstmal die Informationen. Und eins müssen wir auch sehen, und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist unter Strafe gestellt, auch das, was sozusagen über die Schweiz diskutiert wird. Es ist unter Strafe gestellt, wenn die Menschen bei einer Kontoeröffnung falsche Angaben machen. Aber wenn sie uns belügen und wir nicht die Chance haben, das herauszuarbeiten, dann ist das etwas, was wir fatal finden und was im Grunde genommen unmittelbar dann auch vom Staatsanwalt oder wer immer verfolgt werden muss. Und dazu tragen wir bei. Ich denke, da können wir einen Punkt machen. Frau Jennen, bitte. Ist beantwortet. Frau Jennen. Das grüne Feld. Genau. Also ich habe auch noch mal eine Frage dazu. Also der Minister schlägt ja auch vor, im Bereich der Haftung die Banken dann stärker in die Verantwortung zu ziehen. Also der Minister schlägt ja auch vor, im Bereich der Haftung die Banken stärker in die Verantwortung zu ziehen. Das heißt, wenn die Kunden letztendlich die Steuermodelle eben missbräuchlich dann nutzen würden. Wie schätzen Sie denn jetzt diesen Vorschlag ein? Bitte, Herr Peters und Herr Fitschen, bitte. Kann Herr Kemmer auch sagen. Also ich habe den 10-Punkte-Plan nicht so gelesen, dass die Banken jetzt gegen Steuersparmodelle vorgehen müssen. Ich habe ihn so gelesen, dass der Vorschlag ist, dass Steuersparmodelle offengelegt werden müssen. Das ist kein ganz neuer Vorschlag, der ist auch auf internationaler Ebene schon gemacht worden. Muss man sich hier gucken, wie das dann im Detail geht, insbesondere
wie das Steuersparmodell als solches definiert wird. Ist das Bilden einer 6b-Rücklage ein Steuersparmodell? Ist, wenn einer eine Eigentumswohnung in einem Jugendstil-Altbau kauft und eine Sonderabschreibung vornimmt, ist das ein Steuersparmodell? Also gibt es im Detail sicherlich viele Fragen, aber wie gesagt, das ist keine neue Idee. Und was mir wichtig ist, ich habe bisher noch nicht gelesen, dass die Banken das melden müssten, sondern die Anbieter solcher Steuersparmodelle. Und das wären dann auch die richtigen. Lass mich vielleicht mit Blick auf das Panama-Thema es noch um einen Aspekt ergänzen. Die Etablierung einer Firma ist nicht Aufgabe der Banken. Deswegen haben sie auch Anwaltsbüros dabei. Die Banken haben die Aufgabe, wenn eine solche Firma ein Konto eröffnet, sich über die Identität des wirtschaftlichen Inhabers zu informieren. Wenn sie das getan haben, dann müssen sie danach, wenn Transaktionen stattfinden, auch noch, wie es auch bei den Geldwäscheanzeigen zugrunde liegt, sich über den Zahlungsverkehr so informieren, dass sie damit ganz komfortabel sind. Das ist nichts Neues. Das gibt es alles schon. Wenn Sie jetzt über diesen Katalog an zusätzlichen Aufgaben nachdenken, dann werden wir irgendwann zu einem Punkt kommen, und der ist Gegenstand gewesen von Diskussionen bei der letzten IMF-Tagung. Und ich habe mich sehr intensiv eingebracht, weil ich eine große Befürchtung habe, dass nachher die Falschen darunter leiden werden. Dieses Thema stand unter dem Stichwort Inclusion, Financial Inclusion. Man wollte die armen Menschen auf der Welt integrieren in den Zahlungsverkehr. Denn Sie wissen ganz genau, dass viele Länder nur deswegen überleben können, weil die Gastarbeiter aus anderen Regionen in der Lage sind, die Ersparnisse nach Hause zu schicken. Unter dem Stichwort KYCC, Know Your Clients, Customers, wird jetzt versucht, im Bereich des Correspondent Bankings etwas einzuführen, wo ich große Sorgen habe, dass man etwas damit erreicht, was man gar nicht erreichen will. Dass man es verhindert, dass diese Zahlungsströme von den Gastarbeitern aus dem Mittleren Osten beispielsweise in diese Länder den Empfänger erreicht. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was man als Überschrift gewählt hatte für die Konferenz in Lima, Financial Inclusion. Man streicht nämlich andere ab. Und was Sie alle nachvollziehen können, ist, dass es im Bereich des Correspondent Banking eine sehr gefährliche Entwicklung gibt, dass immer weniger Banken ein Interesse haben. Es sind Tausende von Korrespondenzbankverbindungen storniert worden und in einigen Ländern ist es schon sehr eng geworden. Das ist nicht gesund. Es ist nicht gesund für den globalen Austausch von Waren und Dienstleistungen und auch von diesen Gastarbeiterüberweisungen, die wir in Deutschland nicht so richtig wahrnehmen, aber die für einige Länder überlebensnotwendig sind. Und deswegen müssen wir hier einen offenen Dialog haben und uns ganz pragmatisch fragen, was ist es denn, was man den Banken zumuten kann, ohne dass sie plötzlich das Interesse an einer Dienstleistung dann verlieren. Und wir hatten ja vor einem Jahr unseren Justizminister zu Gast, Herrn Maaßen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass er bei unserer Konferenz der Gastredner war. Und in Diskussion mit ihm ist ihm bewusst geworden, dass das, was unter dem Stichwort Verbraucherschutz alles gemacht werden muss, eine Konsequenz hat, die er nicht zu Recht nicht als angenehm gewünscht empfand. Dass die Banken immer mehr dazu übergehen, bestimmten Kundengruppen intelligente Dienstleistungen vorzuhalten, weil das rechtliche Risiko, was damit verbunden worden ist, einfach nicht mehr tragbar ist. Das will keiner. Man möchte nicht, dass die weniger vermögenden Kunden nicht in den Genuss kommen von Anlagemöglichkeiten, und dass dadurch möglicherweise sogar Vorschub geleistet wird, dass gerade in dem heutigen Zinsniveau die Lücke zwischen den Vermögenden und den Armen immer weiter sich spreizt. Das ist nicht das, was man damit verbindet. Und insofern muss man, glaube ich, bis zum Ende durchdenken, was bestimmte Maßnahmen, die mit guten Absichten erlassen werden, in der Konsequenz für alle Beteiligten bedeuten. So, jetzt hat ein Kollege in der vierten Reihe genau geradezu eine Frage. Bitte schön. Henrik Hübschen, WDR, auch eine Frage ans komplette Podium. Es hat ja in der Vergangenheit vor 2 Jahren schon Ermittlungen rund um dieselbe Kanzlei gegeben. Damals hat es dann Millionenstrafen für die HSH Nordbank, für die Commerzbank gegeben. Rechnen Sie damit, dass Mitgliedshäuser des Bankenverbands wieder von Millionenstrafen betroffen sein werden? Und zum Zweiten, der Verband gibt sich ja sehr Mühe, sich von diesen Geschäftspraktiken zu distanzieren, weist auch darauf hin, dass entsprechende Praktiken, die es vielleicht gegeben hat, in der Vergangenheit eingestellt worden sind. Dann wäre die Frage, warum sind sie denn eingestellt worden, wenn sie nicht illegal waren? Vielleicht zum letzten Aspekt.
wenn Sie das, was vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gemacht worden ist, mit heutigen Maßstäben bewerten, dann müssten Sie vieles bestrafen. Und wir müssen feststellen, dass in jeder Gesellschaft sich das, was wir als akzeptabel, auch meinetwegen unter moralischen Aspekten beurteilen wollen, dass die Dinge sich verändern. Das ist ein sehr schwieriger Prozess. Lassen Sie mich kurz auf etwas eingehen. Ich habe es meinen Kollegen vorhin gesagt, dass ich mir ausgeschnitten habe, was ich gestern in einer großen Sonntagszeitung gelesen habe. Etwas, was ich sehr interessant fand. In einem großen Artikel über Panama wurde unter anderem auch gesagt, dass die Bürger, die freien Bürger, sich doch nur an die Gesetze halten müssen, dass sie sich aber nicht der öffentlichen Meinung beugen müssen. Ich habe es wiederholt gelesen und finde, es ist völlig daneben. Zumindest, ich habe es eigentlich als sehr angenehm empfunden, da wollte jemand vielleicht sogar eine Lanze für die Banken brechen, weil ich es von diesem Blatt so häufig nicht gesehen habe. Aber es stimmt nicht. Es ist eben nicht gut genug, wenn wir nur sagen, wir machen nur das, was legal ist. Weil die Stimmung sich ändert, ist es auch unsere Aufgabe, zu antizipieren, was in der Bevölkerung auch ohne einschlägige Vorschriften als akzeptabel gilt. Das ist nicht einfach, denn es gibt niemanden, der im vollen Besitz der moralischen Autorität ist, das zu bestimmen. Und deswegen sind wir hier einem Risiko ausgesetzt. Ich bin sicher, Herr Peters, dass das in allen Häusern ein Thema ist, dass wir uns immer fragen, was ist es, was wir heute noch mit gutem Gewissen machen können, weil es perfekt legal ist, was aber in 2, 3 Jahren ganz anders gesehen werden kann. Wenn Sie einmal bei uns vor der Hauptversammlung sind und bei anderen Instituten gilt das auch, dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie dieses Thema diskutiert wird. Und wir werden dem nicht aus dem Weg gehen dürfen und auch nicht wollen. Und insofern fand ich es interessant, dass das gestern hier ein bisschen anders gesehen wird. Aber ich glaube nicht, dass das die richtige Anleitung für uns sein darf, sondern dass wir uns dieser Pflicht immer stellen müssen. Ich kann mich den Ausführungen von Herrn Fitschen nur anschließen. Wir haben heute einen großen Vorteil. Wir haben das Internet und wir haben jetzt riesige Informationen über unsere Kunden. Wir lassen ja im Grunde genommen jeden Tag alle Kunden gegen die Informationsbasen laufen. Das konnten wir früher nicht, vor 5 oder 10 Jahren. Und jetzt haben wir die Informationen, können sofort reagieren und dementsprechend auch entweder, wenn es sein muss, Geldwäscheanzeigen zu machen oder das Geschäft komplett einstellen. Und das war für alle Banken früher natürlich eine schwierige Veranstaltung. Sie haben viele, viele Kunden, müssten immer ins Internet gehen und versuchen, was rauszufinden. Und das ist eine ganz andere, also Sie können die frühere Zeit mit der heutigen Informationslage nicht vergleichen. Und das hilft uns natürlich, tatsächlich das Geschäft so zu fahren, dass wir nicht nur legal sind, sondern auch wirklich sagen können, wir haben das jetzt im Griff. Sie hatten die Frage zu den Strafverfahren war noch offen. Ja, Sie hatten, genau, wir merken uns das, wir weichen da auch nicht aus. Sie hatten gefragt, ob wir erwarten, dass es Strafzahlungen gibt von Mitgliedsinstituten. Uns liegen keine Erkenntnisse diesbezüglich vor, aber erlauben Sie mir schon darauf hinzuweisen, dass wir da nicht der richtige Ansprechpartner sind bei der Frage. So, jetzt hat der Kollege in der dritten Reihe eine Frage, bitteschön. Justus Kliss für die ARD Tagesthemen. Eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist. Was würden Sie denn Ihren Bankhäusern empfehlen, wenn Kunden kommen und sagen, ich habe Geld und ich möchte das gerne mit Ihrer Hilfe in Panama anlegen? Was ist Ihr Ratschlag an die Banken? Also ein Konto außerhalb des Heimatlandes anzulegen, ist absolut legal. War immer legal. Ich sehe keinen Grund, warum es auch in Zukunft nicht legal sein soll. Wenn das nicht so sein sollte, müssten Sie ja eine Regelung finden, dass jeder Bürger nur in seinem Land ein Konto öffnen darf. Jetzt sagen Sie, Panama muss ja nicht Panama sein. Aber wo ist dann der Unterschied zwischen Panama, Cayman Islands, Isle of Man, was immer Sie haben wollen? Das ist nicht das Entscheidende. Er kann so etwas tun, solange es legal ist. Wenn die Bank dann gebeten wird, für dieses Unternehmen, wo immer es auch eingetragen ist, ein Konto zu öffnen, muss die Hausarbeit machen oder ablehnen, mit diesem Kunden ein Geschäft zu machen. Und wie ich eingangs gesagt habe, es gibt durchaus sehr legale Gründe, ein Konto außerhalb seines unmittelbaren Bereiches zu eröffnen. Und wenn man das gleich als unmoralisch sieht, dann habe ich damit ein Problem. Wenn das so gesehen wird, auch in der Politik,
dann verbieten Sie doch einfach den deutschen Bürgern ein Konto außerhalb Deutschlands zu öffnen. Ich möchte mal wissen, wer den Mut hat, das zu fordern. Es ist unsinnig in meinen Augen. Aber dann bitte schön auch nicht dazwischen noch wiederum ein Element einbauen, was nicht notwendig ist. Erster Schritt legal und danach kommen wir Banken dran. Wenn wir ein Konto eröffnen sollen für ein solches Vehicle, dann wissen wir, welche Anforderungen wir zu erfüllen haben. Und solange wir das tun, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand damit ein Problem haben soll. Diese Freiheit, die wollen die Banken den Kunden nicht wegnehmen. Also das noch zu ergänzen, was legal heißt. Legal heißt, ist das Geld versteuert, kommt das aus einem versteuerten Einkommen, liegt sozusagen der Bescheid vom Steuerberater vor und das sozusagen kontinuierlich auch zu verfolgen. Nur dann ist es legal. Das ist ganz wichtig. Und es ist so, was man auch wissen muss, der wirtschaftlich Berechtigte, wenn es sozusagen solch ein Konto wäre, muss immer bekannt sein. Und eins ist auch wichtig, wenn es vorkommt, ist es Betrug, aber wenn Sie dort nicht die richtigen Angaben machen, also wenn der Kunde nicht die richtigen Angaben macht, ist das in der Schweiz, wenn es da wäre, nicht in Deutschland, wäre es eine schwere Straftat. Das wird vielleicht manchmal vergessen. Wir reden hier über schwere Straftaten, wer dagegen verstößt. So, dann der Kollege bitte hier vorne. Alexander Eschmann, ZDF. Eine Frage an Herrn Fitschen. Stichwort ist Niedrigzinsen. Die Wirtschaftsweisen hatten in ihrem jüngsten Konjunkturgutachten von einer Aushöhlung des Bankgeschäfts gesprochen, haben das Bankgeschäft durch diese Niedrigzinsen grundsätzlich in Frage gestellt. Teilen Sie diese Einschätzung? Und wenn nicht, Sie hatten ja vorhin so schon persönliche Anmerkungen gemacht, warum können denn große Banken wie Ihr Haus gut mit Niedrigzinsen umgehen? Das haben Sie von mir nicht gehört. Ich habe nur gesagt, dass es Reaktionen geben muss, um ein kommerziell tragfähiges Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Es sind zwei Aspekte dabei. Für die Banken gilt zunächst einmal, dass es nicht irgendeine Geldpolitik gibt, die den Banken ein bequemes Leben garantiert. Das erwarten wir nicht. Die Härten, die ja von Herrn Peters beschrieben worden sind, denen sind wir alle ausgesetzt. Gerade diejenigen, die besonders abhängig sind von der Zinsmarge in dem Geschäftsmodell. Es gibt einige Unternehmen, bei denen das nicht so ausgeprägt ist, die können damit leichter umgehen. Wir alle haben allerdings dann die Verpflichtung, darüber nachzudenken, was können wir tun. Und wir machen zurzeit alles Gleiche. Wir versuchen auf allen Kanälen die Produktivität zu erhöhen, die Kosten zu senken. Das ist das eine. Ich bin der Meinung, das wird nicht ausreichend sein. Und insofern haben einige Institute auch schon angefangen, die Art und Weise, wie sie Dienstleistungen ihren Kunden berechnen, zu verändern. Das heißt, der Anteil der Provision relativ zum zinsrelevanten Geschäft wird steigen müssen. Es gibt keine andere Antwort. Das bedeutet auch, dass bei den Kunden der Banken das Verständnis dafür wachsen muss, dass wenn diese Geldpolitik so ist, wie sie ist, ob wir es wollen oder nicht, dazu führt, dass die Banken ihr Preisverhalten verändern. Und bestimmte Dienstleistungen, die es bisher umsonst gab, weil das Zinseinkommen, was damit indirekt verbunden war, immer so schön auskömmlich war, heute aber nicht mehr ist, dazu führt, dass man es anderweitig dann bepreisen muss. Das sind die unmittelbaren Konsequenzen. Und zur Geldpolitik, Herr Peters hat schon ein paar Annahmen gemacht. Das ist jetzt ein Thema, was wir heute gar nicht abschließend behandeln können. Ich sehe die Notwendigkeit, mit der diese Niedrigzinspolitik begründet wird, um das Wachstum in Europa anzukurbeln. Über die Effizienz kann man trefflich streiten. Dazu habe ich auch eine Meinung. Aber ich sehe auch die Konsequenzen, die man nicht unmittelbar damit verbindet, die aber zwangsläufig auch sichtbar werden. Und dafür dürfen wir nicht den Blick verschließen. Nur, wir dürfen hier auch nicht nur dieses Thema aus der deutschen Sicht sehen. Denn es geht hier um die Zinspolitik für eine ganze Reihe von Ländern mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen. Und insofern ist es ganz natürlich, dass es sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt, ob das, was heute passiert, gut ist oder nicht. Ich habe deswegen immer Respekt vor dem gezeigt, was Herr Draghi damit verbindet, weil er immer gesagt hat, das wird in Deutschland oft vergessen, dass er mit dieser Zinspolitik nicht die Lösung für das Problem Europas bringt, sondern nur Zeit gewinnt.
Und daran sollten sich alle diejenigen auch erinnern, die immer sehr schnell mit Kritik zur Seite stehen, dass wir nämlich diese Zeit jetzt bestmöglich nutzen, um dann auch diese Politik im Nachhinein noch zu rechtfertigen. Eine kurze Nachfrage noch. Aber Sie sehen schon einen Unterschied zwischen Großbanken wie Ihrem Haus und kleineren Banken, dass Sie damit Unterschied zu kämpfen haben? Es gibt Institute, die weniger Möglichkeiten haben als andere, auf diese Zinssituation zu reagieren. Ja. Vielen Dank. Dann hat Markus Frühauf jetzt eine Frage. Ja, drei Fragen sogar. Mich würde interessieren, was Sie aus den Ermittlungen der Behörden zu den Cum-Ex-Geschäften erwarten. Die BaFin macht eine Umfrage dazu. Wird es noch anderen Banken Probleme bereiten, wie zum Beispiel der Maple Bank? Da schließt sich meine zweite Frage an. Wie sieht es denn mit der freiwilligen Einlagensicherung im Bankenverband aus? Da soll es ja Bestrebungen geben, da das Niveau noch weiter abzusenken, als jetzt schon vorgesehen ist. Wie läuft da die Diskussion? Und dann nochmal zu der von Ihnen angesprochenen Bankenabgabe, Herr Peters. Es gibt Banken wie die WGZ-Bank, die dagegen vorgehen wollen, also auch einen Prozess nicht aus dem Weg gehen. Wollen die privaten Banken da ähnlich die Konfrontation suchen oder wie ist da Ihr Vorgehen? Ja, gut. Das macht Herr Kemmerle. Also, Frühauf kann ich Ihnen zu allen drei Fragen was sagen, beziehungsweise wenig sagen. Zur ersten kann ich Ihnen wenig sagen. Wir wissen nicht, was rauskommt bei den Nachfragen der BaFin zu den Cum-Ex-Geschäften. Das wäre jetzt reine Spekulation zu sagen, da glauben wir, dass noch viel rauskommt. Ich meine, Sie alle kennen die Situation, haben einige Banken schon mit den Behörden auch Vereinbarungen abgeschlossen. Wie gesagt, ich will da nicht drüber spekulieren, was da noch kommen könnte. Zweiter Punkt, Einlagensicherung. Sie wissen, dass der Fall Maple, Sie haben es angesprochen, hatte ja durchaus mit diesen Cum-Ex-Geschäften zu tun, die Einlagensicherung belastet hat, auf der anderen Seite aber auch wieder gezeigt hat, dass wir eine gut funktionierende Einlagensicherung haben. Die musste im Übrigen zumindest, was die den gesetzlichen Teil betroffen hat, relativ schnell auszahlen. Das ging alles ziemlich reibungslos und unbemerkt von der Öffentlichkeit. Wir haben hier, wie wir auch veröffentlicht haben, 2,7 Milliarden Euro ausbezahlt. Und es ist völlig normal, wann immer ein Sicherungsfall eintritt, werden wir genau überprüfen und diskutieren auch sehr sorgfältig, ob daraus Konsequenzen für das System der Einlagensicherung zu ziehen sind. Wir wollen natürlich, dass die Sparer gesichert sind bei uns. Wir wollen auch, dass nicht nur die Sparer gesichert sind, sondern auch viele Einleger. Aber Sie wissen, dass wir heute schon differenzieren. Und was wir nicht so ganz gerne haben, ist, dass wir das Gefühl haben, dass uns da irgendjemand ausarbitriert. Und diese Diskussionen werden immer geführt, wenn so ein Fall auftritt. Die führen wir derzeit auch sehr ernsthaft. Und ja, muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Die Diskussionen sind in vollem Gange und sind noch nicht abgeschlossen. Dritte Frage, Bankenabgabe. Es gibt nach meiner Kenntnis aus dem Kreis unserer Mitgliedsinstitute im Moment keine Bestrebungen, gegen die Bankenabgabe gerichtlich vorzugehen. Wir haben bei der Bankenabgabe zwei Themen. Ein Thema, was mich persönlich ganz massiv ärgert und nervt, das ist das Thema der steuerlichen Nichtabzugsfähigkeit. Das finden wir auch absolut nicht in Ordnung, insbesondere auch die Begründung ist nicht in Ordnung. Steuersystematisch ist die steuerliche Abzugsfähigkeit der Bankenabgabe dringend geboten. Ich habe ja in meinem früheren Leben mich auch etwas intensiver mit Steuerrecht befasst und mir sträuben sich da einfach die Nackenhaare, wenn man aus rein fiskalischen Erwägungen sagt, das lassen wir jetzt einfach nicht zum Abzug zu. Da gäbe es viele andere Dinge, wo man auch sagen könnte, lassen wir jetzt nicht zum Abzug zu, dann wird das Steueraufkommen höher. Also das ist einfach nicht in Ordnung und da werden wir auch nicht nachlassen, unsere Stimme dagegen zu erheben. Der zweite Punkt bei der Bankenabgabe ist der, da gehen wir aber davon aus, dass sich das legen wird. Durch die Umstellung jetzt in dem neuen europäischen System gab es ein bisschen Probleme in der Transparenz der Berechnung. Also es gab Häuser, die haben eine Verzehnfachung der Bankenabgabe erlebt gegenüber dem, was sie bisher bezahlt haben und wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, warum. Also da sollte zumindest noch etwas mehr Aufklärung geschaffen werden. Da ist aber von allen Beteiligten der gute Wille vorhanden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir beobachten natürlich, dass gegen die Bankenabgabe auch von Banken aus anderen Säulen gerichtlich vorgegangen wird. Wir schauen mit Spannung, was dabei rauskommt. Wie gesagt, meine derzeitige Erkenntnis ist, dass das bei unseren Mitgliedsinstituten nicht, vielleicht auch noch nicht,
der Fall ist. Da gibt es auch keine abgesprochene Vorgehensweise, aber momentan liegen uns da Erkenntnisse jedenfalls nicht vor. Dann habe ich noch eine Wortmeldung gehabt von Herrn Lauer. Jetzt weiß ich nicht, ob die noch aktuell ist. Am Wochenende wurde der Schuldenschnitt für die HETA bekannt gegeben. Vielleicht können Sie sagen, wie die deutschen Banken darauf reagieren werden, ob sie da Beschwerde einlegen werden, ob sie da auch an Verhandlungen beteiligt sind. Man hört, dass laut Medienbericht am Dienstag da wohl Verhandlungen sind. Sind die deutschen Banken da beteiligt? Also der HETA-Schuldenschnitt ist keine Überraschung, das war angekündigt, das war auch vom Datum her angekündigt und das, was jetzt in den Zeitungen zu lesen war am Wochenende, ist natürlich nur die halbe Wahrheit, so nach dem Motto, Gläubiger müssen auf 54% verzichten und so weiter und so weiter. Die ganze Wahrheit ist, dass es ein Bundesland eines gut funktionierenden, wohlhabenden europäischen Staates gibt, das eine Garantie für diese Anleihen ausgesprochen hat und deshalb ist mit dem Schuldenschnitt das Thema nicht erledigt. Und will jetzt keine Prognose abgeben, wie das weitergehen wird. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es wird nicht so sein, dass die Gläubiger sagen, schade, wir hätten eigentlich gern 100 gehabt, jetzt kriegen wir 46, haben halt Pech gehabt. So wird das nicht sein, sondern das Thema ist noch nicht erledigt. Mehr möchte ich aber dazu auch nicht sagen, weil wir als Bankenverband da ja auch über Institute, die von der Einlagensicherung aufgefangen worden sind, eigene Karten im Spiel haben. Deswegen bitte ich da um Verständnis, dass ich nicht mehr ins Detail gehe. Herr Kai. Ja, ich habe noch eine Nachfrage, eine Verständnisfrage zum Thema Offshore-Konten an Herrn Peters. Sie haben eben gesagt, als Kriterien sozusagen, wie eine Bank prüft solche Konten, dass zum einen das versteuert sein muss, also ein Bescheid vom Steuerberater vorliegen muss und zum anderen der wirtschaftlich Berechtigte bekannt sein muss. Mir leuchtet nicht ganz ein, warum das vor 5 oder 10 Jahren noch nicht möglich war, sowas rauszufinden. Nein, das habe ich so nicht gemeint. Es geht darum, wenn wir heute sagen, es geht ja darum, wenn jemand ein Konto eröffnet hat, ist es ja die Frage, bleibt er ein sauberer Kunde? Bleibt der Wirtschaftsberechtigte? Gibt es irgendwas über diesen Wirtschaftsberechtigten, was nicht sauber ist? Das ist wichtig. Also dieses Verfolgen von dass der Wirtschaftsberechtigte bekannt ist, das gilt in der Schweiz seit den 80er Jahren. Das ist also nicht neu. Aber wenn ich jetzt gucke, wie geht es eigentlich weiter? Geschieht das in vielen Banken heute so, dass täglich alles, was neu sozusagen an Informationen ins Internet geht, abgeglichen wird, ob irgendein Kunde davon betroffen ist in dem eigenen Bestand, damit dann Richtung Geldwäsche agiert werden kann. Das Internet erleichtert. Also sozusagen bei Bestandskunden, also nicht bei Neukunden. Ja, genau, bei Bestandskunden. Gut, Neukunden werden komplett abgeprüft, das ist ja gar keine Frage. Aber wichtig ist, auch bei Bestandskunden, dass sozusagen es keine Lücke mehr gibt. Natürlich haben Sie in der Vergangenheit Dinge gehabt, die Sie nicht wussten. Das ist immer schlimm, weil dann stellen Sie das irgendwann fest und dann müssen Sie natürlich sofort anzeigen, Reißleine ziehen und so weiter. Aber heute mit dem Internet ist die Wahrscheinlichkeit dafür extrem gering geworden, weil Sie alle Informationen bekommen. So, jetzt hat Herr Reichert noch eine Nachfrage gehabt. Herr Peters, nochmal, können Sie denn beschreiben, für die kleinen Banken, ist es schwierig, die Geldwäsche und Steuerhinterziehung mögliche zu monitoren, im Blick zu behalten? Also mit dem heutigen, es geht ja immer um heute. Was war früher? Früher ist es eine ganz andere Veranstaltung gewesen, weil sie unheimlich viele Menschen brauchten, die sozusagen dann versuchten, die Informationen zu bekommen. Heute muss man sagen, gibt es das Internet, heute gibt es die Informationssysteme und da haben sie die Möglichkeit zu arbeiten. Heißt nicht, dass sie mal betrogen werden oder heißt nicht, dass ihnen irgendetwas mal entgeht. Kann aber eigentlich im Internet kaum passieren, weil sie täglich sozusagen kontrollieren. Und das sollte eigentlich jede Bank für heute und für die Zukunft auch wirklich darstellen können. Und wie ist es in Ihrer Bank? Wurde da immer genug getan? Also die Berenberg Bank spielt heute keine Rolle. Vielen Dank. Frau Wefers hat noch eine Frage. Angela Wefers, Börsenzeitung. Ich habe
Eine Frage an Herrn Peters und eine an Herrn Fitschen. Herr Peters, Sie sagten, dass 70% der Erträge der Banken aus dem Zinsgeschäft kommt. Können Sie uns vielleicht eine Prognose, eine Vorstellung geben, wo das in 3 Jahren am Ende Ihrer Präsidentschaft sein wird? Also in welcher Form muss sich der Sektor wandeln? Und an Herrn Fitschen habe ich die Frage, Sie sagten, dass es heute nicht mehr ausreicht, für die Banken Gesetze zu befolgen, sondern Sie müssen eigentlich, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, die öffentliche Meinung antizipieren und darauf eigentlich schon schneller reagieren, als die Politik oder der Gesetzgeber reagiert. Was wäre denn eine Handlung, die Sie jetzt aus diesen aktuellen Erkenntnissen ziehen würden? Also zur Zinsmarge muss man sagen, das ist das, was uns große Sorgen macht. Was bleibt sozusagen von den 70% Zinserträgen über? Da eine Prognose zu geben, ist natürlich relativ schwer, weil wir nicht wissen, wie wird das in den Banken umgesetzt, wie werden vielleicht sogar negative Zinsen weitergegeben. Diese Prognose zu geben ohne, also ich bin nun von Haus aus auch noch Statistiker, also das fällt mir jetzt schwer, einfach ohne eine gewisse Basis dazu etwas zu sagen. Also insofern, ich gehe davon aus, dass es deutlich, deutlich zurückgeht, aber wie stark, das ist schwer auszumachen. Können Sie eine Wunschzahl nennen oder eine Vorstellung, wann der Sektor stabil ist, wie es aussehen müsste? Naja, wenn der Sektor stabil bleiben sollte, Sie wissen, die Anforderungen sind groß, IT-Investitionen sind riesig, weiter muss Kapital geschaffen werden, wäre es natürlich schön, wenn es so bleiben würde. Aber das ist natürlich Paradies, das wird es nicht geben. Vielleicht wollen wir das in eine Zahl, dass es klar wird. Ich würde es nicht an der Zahl 70 festmachen. Das verstärkt nur angesichts der gegenwärtigen Geldmarktpolitik, wo das Problem sich primär befindet. Die europäischen Banken haben, glaube ich, im letzten Jahr 5,6% Kapitalrendite erzielt. Die Kapitalkosten sind wesentlich drüber. Das ist kein Zustand, wo Sie erwarten würde, dass Sie und andere als mögliche Investoren den Banken Geld geben würden. Das geht nicht. Also ist die Suche nach dem Geschäftsmodell unterwegs. Und das wird auch Banken geben in Zukunft, die ein Geschäftsmodell haben, wo sie 100% von der Zinsmarge abhängig sind. Wenn die groß genug ist, ist das nichts Anrüchiges. Aber es ist schwieriger geworden. Zu Ihrer Frage. Lassen Sie mich versuchen, ein simples Beispiel zu konstruieren, um klarzumachen, worum es geht. Wenn wir heute einen Antrag bekommen, in einem Bankinstitut ein Kohlekraftwerk zu finanzieren, was meinen Sie, wie wir damit umgehen? Warum? Ist es illegal, ein Kohlekraftwerk zu bauen? Natürlich nicht. Aber wir wissen ganz genau, in dem Augenblick, wo wir dabei sind, flattern uns unzählige Briefe ins Haus oder E-Mails, die alle darauf drängen, dass wir die Finger davon lassen. Und wenn wir es nicht tun, dann wird es sofort vervielfacht. Und das geht heute verdammt einfach. Das heißt, die Empörungswelle schlägt sich im Netz in einer Art und Weise nieder, wie sie unter Reputationsaspekten nicht mehr akzeptabel ist. Und deswegen werden Sie viele Dinge finden, wo die Finanzierung durchaus ein Problem werden kann, obwohl niemand verboten hat, dass solche Investitionsprojekte in Angriff genommen werden. Das mag für viele unverfänglich erscheinen, aber Sie werden sehr schnell nachvollziehen, dass wir alle dann auf der Suche nach dem richtigen Maßstab sind. Wer soll denn nun entscheiden, ob das richtig ist oder nicht? Sollen es die Banken machen? Wer gibt uns denn die Aufgabe mit? Oder wer ist verantwortlich dafür zu entscheiden, was finanzierbar erscheint oder nicht? Und hier werden Sie keine eindeutige Antwort auf diese Frage bekommen. Und deswegen hatte ich vorhin den kleinen Ausflug gemacht und gesagt, so einfach ist es eben nicht, wie der Kollege es vielleicht wohlmeinend dort im Artikel beschrieben hat. Und das ist bei uns im Hause und in anderen Häusern ist es genauso Gegenstand, weil wir es nicht akzeptieren können, ein Reputationsrisiko derart zu erleiden, dass nachher die ganze Kundschaft sich fragt, was ist eigentlich los in einem Bankinstitut und völlig vernachlässigt, dass die Legalität überhaupt kein Gegenstand der Diskussion ist. Das ist etwas, woran wir uns alle gewöhnt haben, gewöhnen müssen und das wird im Zeitalter des Internets auch nicht wieder rückgängig zu machen sein. Vielen Dank. Dann hatte die Kollegin mir geradezu in der 4. Reihe eine Frage. Hat sich erledigt.
Ja, Settel ist mein Name von RTL und NTV. Ich wollte mal fragen, Sparkassenchef Fahrenschon kritisiert ja die EZB-Politik sehr stark und sagt, dass Wettbewerb und Märkte kaputt gemacht werden. Wie sehen Sie das und welche Wünsche hätten Sie konkret an die EZB-Politik aus Ihrer Sicht? Ich kann das nur noch mal wieder andeuten, was ich versucht habe zum Ausdruck zu bringen. Es gibt zu diesen Themen sicherlich sehr unterschiedliche Haltungen, je nachdem, aus welcher Perspektive Sie das Thema nehmen. Und es ist tatsächlich so, dass die EZB-Politik etwas nach sich ziehen wird, was vielleicht überfällig ist und von einigen als nicht wünschenswert gesehen wird. Das heißt Konsolidierung. Denn sie zwingt jetzt bestimmte Banken dazu, sich zusammenzuschließen. Und es wird auch dazu führen, dass unter den damit verbundenen Ertragsaspekten die Bankstellendichte in Deutschland sich verringern wird. Das muss man bereit sein zu akzeptieren, wenn man diese Wettbewerbsintensität auch ausgelöst durch diese Geldmarktpolitik dann sich vor Augen führt. Was wünschen wir uns von der EZB? Ja, unter diesem Aspekt natürlich, dass die Zinsen steigen, weil das für einige Institute wieder Margenerleichterung bedeutet. Das ist so. Aber ich hatte Ihnen ja gesagt, wo der Konflikt ist. Wir haben hier den Wunsch, dass Wachstum in den Volkswirtschaften Europas wieder zu unterstützen und die Meinung für die Geldmarktpolitik verantwortlich ist, dass sie hiermit einen Beitrag leisten. Andere bezweifeln das und schauen nur auf die Konsequenzen, die die EZB ja nicht mit der Maßnahme verbindet. Die will ja nicht die Banken schädigen, ihre Ertragskraft mindern. Aber das ist ein Preis, an dem sie nicht vorbeikommen. Eine Maßnahme hat in einem Bereich positive, in anderen ungewünschte negative Auswirkungen. Und damit muss man umgehen. Und es geht darum, hier die richtige Balance zu finden, damit alles noch akzeptabel bleibt, und zwar für beide Seiten. Also eine kurze Nachfrage. Auf jeden Fall muss man Folgendes sagen. Jetzt aus Sicht des BDBs, wir müssen ja hier für die Banken sprechen, haben wir natürlich ein Thema, weil wir sind in einer Negativzinspolitik. Und wenn wir davon sprechen, dass 70% sozusagen aus dem Zinsertrag kommt, ist es die Frage, wie können Banken vor dem Hintergrund mittelfristig tatsächlich profitabel sein? Weil wir müssen ja auch Eigenkapital bilden und wir müssen in die Zukunft investieren. Hier ist auf jeden Fall etwas, wo ich davon überzeugt bin, dass die EZB für dieses Thema sensibilisiert sind, dass die Banken im Augenblick ein schweres Los zu tragen haben. Kurze Nachfrage noch zu den Panama Papers. Sie distanzieren sich natürlich von den Banken, die sich da eventuell mit dran beteiligt haben sollen. Gibt es aber bei Ihnen jetzt konkrete Maßnahmen, die Sie jetzt geplant haben, um das in Zukunft zu vermeiden? Da würde ich jetzt die Frage so verstehen, dass sie direkt an den Bankchef geht, und das ist heute nicht Thema. Vielen Dank. Dann hat Herr Drost eine Frage. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, dann würde ich gerne die Fragerunde schließen. Ja, noch eine Frage an Herrn Kemmer, weil Sie sich um die Reform der Einlagensicherung da gekümmert haben. Würden Sie denn sagen, dass institutionelle Investoren den gleichen Schutz bräuchten wie private Anleger? Und dann vielleicht noch eine Frage an den Herrn Peters. Sie sind Vertreter eines kleineren Instituts. Der Bankverband steht immer vor dem Problem, sozusagen eine Interessengleichheit herzustellen zwischen riesigen Banken wie der Deutschen Bank und den zahlreichen kleinen Instituten. Das ist immer ein mächtiger Spagat, der dazu leisten ist. Haben Sie sich vorgenommen, da vielleicht noch für ein paar Reformen zu sorgen, um die Interessenvertretung da vielleicht effektiver zu machen und auch dafür zu sorgen, dass vielleicht die Interessen der kleineren Banken, auch wenn Sie die Kooperation da gründen, da vielleicht noch dran zu feilen? Danke. Also wir haben ja im BDB auch ein Präsidium. Da sitzt sozusagen, wenn wir mal vom Präsidenten absehen, immer noch zwei andere Banken drin, die den Bereich vertreten, den nicht der Präsident vertritt. Das heißt also, wir haben die großen, die mittleren und die kleinen Banken. Und ich muss sagen, das ist Herrn Fitschen fantastisch gelungen, sozusagen das völlig ausgleichend zu fahren und sich nur auf und nicht nur auf systemrelevanten Banken zu konzentrieren. Und dasselbe gilt natürlich jetzt auch für mich. Ich muss den Ausgleich finden zwischen natürlich den Interessen der kleinen Banken, der mittleren und dann aber auch der großen, weil es geht hier ja auch um Systemrelevanz. Und das ist sozusagen täglich Brot. Es gibt jetzt keine konkreten Sachen, wo Sie sagen, da könnten wir vielleicht noch an Schlagkraft gewinnen, wenn wir bestimmte Interessen der kleineren Banken besser berücksichtigen würden.
Nein, ich muss sagen, dass wir im Augenblick einen sehr, sehr guten Dialog in unserem Vorstand haben und sind im Grunde genommen, ich meine, wir haben die Aufgaben für die kleinen Banken und wir haben die Aufgaben für die großen Banken, aber es gibt keinen Interessenskonflikt. Zum Thema Einlagensicherung, Herr Drost, kann ich nur das nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Jeder Fall, wo wir was auszahlen müssen, was wir natürlich nicht gern tun, führt dazu, dass wir das System diskutieren, uns die Frage stellen, ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Die Diskussionen sind voll im Gange und da bitte ich einfach um Verständnis, dass wir auf einzelne Teile der Diskussion nicht eingehen wollen. Da sprechen wir halt im Moment drüber. Was das Thema kleine Banken betrifft, kann ich vielleicht noch ergänzen. Aber ich glaube, Herr Peters hat es auch schon in seiner Rede angesprochen. Sie kennen ja das Thema der Proportionalität. Das ist etwas, was wir auch sehr stark in den Vordergrund stellen, was die Regulierungsdichte betrifft, dass wir da einfach Wert drauf legen, dass die Regulierung proportional ist zur Größe und der Risikoträchtigkeit der Bank. Das ist sicherlich etwas, was wir auch in Zukunft weiter verstärkt vorbringen werden. Vielleicht nur Reform, Einlagensicherung, wann, bis zur Sommerpause oder was, wann ist damit zu rechnen? Also wir werden kommunizieren, wenn es da was zu kommunizieren gibt und da auch da bitte ich um Verständnis, da wollen wir uns jetzt gar nicht irgendwie treiben lassen, von wem auch immer. Das ist ein interner Vorgang, sind gute Diskussionen, die sind in vollem Gange. Wenn wir was zu erzählen haben, werden wir es erzählen. So haben wir es in der Vergangenheit auch gemacht. Vielleicht zum Verständnis, Herr Drost, noch eine kleine Ergänzung zu dem, was Herr Peters gesagt hat. Es ist nach einem Jahr zweifelsohne noch nicht so, dass alles bereits im eingefahrenen Zustand ist. Herr Kemmer, wir sind über den Europäischen Bankenverband, der sich ja auch finden muss zu diesem Thema, noch unterwegs. Es gibt einen Dialog zwischen den großen Banken und der EZB, der neben dem übrigen Dialog stattfindet. Die EBF sucht auch noch, nachdem sie auch in Frankfurt ein Büro eröffnet hat, nach der richtigen Plattform, um sich in den Dialog einzubringen. Es wird sich also in diesem Bereich durchaus etwas ändern. Aber ganz entscheidend ist, was Herr Peters betont hat, dass es nie darum geht, große gegen kleine oder mittlere auszuspielen. In Interessen muss man so weit diskutieren, bis es Lösungen gibt, die nachher für alle auch akzeptabel sind. Und das ist das Verständnis, mit dem wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Und das ist auch das Verständnis, was wir mit der EZB haben und dem Europäischen Bankenverband. Und insofern, obgleich da noch etwas an Veränderungspotenzial ist, habe ich da keine Sorge, dass hier die Interessen irgendeiner Gruppe auf der Strecke bleiben werden. So, dann bitte Herr Lauer und danach Herr Kliss und dann schließen wir die Runde. Vielen Dank. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage an Herrn Peters und zwar eigentlich zu Ihrer Rolle im politischen Berlin. Zuletzt war 3 Jahre lang Herr Fitschen, also der Co-Chef der Deutschen Bank, der größten deutschen Bank hier, Dialogpartner für die Politik und die Deutsche Bank bringt natürlich einen gewissen Einfluss mit. Nun sind Sie Chef einer kleineren Privatbank, Investmentbank. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Sie sich bei der Politik ähnlich starkes Gehör verschaffen können? Einerseits aufgrund der Größe der Bank. Zweitens nochmal in dem Moment, wo Sie jetzt ins Amt kommen, vielleicht etwas unglücklich, dass Ihre Bank selber durch die Panama Papers in große Schlagzeilen geraten sind. Und bei Teilen der Politik, wo Ihr sehr erfolgreiches Geschäftsmodell eine Rendite von 67% im Grunde ja schon der ein oder anderen Politiker an der Glaubwürdigkeit zweifeln lässt oder das zumindest ein bisschen schwierig erscheint. Können Sie sich vielleicht dazu äußern? Das wäre nett. Dankeschön. Also mit der Politik bin ich auch in der Vergangenheit schon sehr gut vernetzt gewesen. Wir haben sehr viele Termine und nicht einen einzigen Termin weniger. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich in der Politik ein Problem habe, mich vernünftig zu vernetzen. Dann Herr Klees, bitte. Herr Fitschen hat es ja gerade angesprochen, Moral und Geschäft, das ist ein Thema, was die Banken umtreibt. Herr Peters, für die Zukunft müssen Sie im Bankenverband mehr darum werben, mehr Transparenz in die Geschäftsmodelle zu bringen für die Kunden, in Sachen Compliance auch nachzuarbeiten und einfach gesagt mal die Hosen runterzulassen? Also wir sind natürlich, alle Banken sind auf der Compliance-Seite extrem intensiv tätig, sozusagen alles abzudecken, was es da abzudecken gibt. Trotzdem macht es sicherlich Sinn, auch mehr darüber zu reden, damit das Verständnis in der Bevölkerung da ist und man nicht davon ausgeht, dass wir eigentlich jetzt erst anfangen zu arbeiten.
Compliance hat sich natürlich entwickelt. Also wenn ich mal sehe, was sich in den letzten 10 Jahren getan hat, ich nehme an, da kann Herr Fitschen auch viel zu erzählen. Das ist eigentlich unglaublich. Wir haben eine Riesenmannschaft jetzt dahinter, ganz andere IT-Unterstützung. Also wir sind heute in einem sehr, sehr guten Umfeld und das gilt für die gesamte Banken in der privaten Bankenwelt. Allerdings gehe ich davon aus, genauso auch in den anderen beiden Verbünden. Vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen, Herr Kliss. Sie haben einen Punkt angesprochen, der mich sehr beschäftigt hat, wo ich, das versuchte ich vorhin anzudeuten, gerne etwas mehr Zeit gehabt hätte, und meine Kollegen im Verband wissen das, wo wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren gut beraten sind, uns noch intensiver einzubringen, weil niemand anders uns diese Aufgabe abnehmen wird. Ich würde nur auch Sie bitten, uns dabei zu unterstützen, denn Sie sind die Plattform, wo dieser Dialog auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Es hilft nichts, wenn wir unter uns, ich habe Ihnen gerade die Zahlen genannt, kein Mensch in der Republik wird sich normalerweise darum kümmern, ob 25.000 Geldwäscheanzeigen von den Banken etabliert werden für Transaktionen, die die Kunden der Bank initiiert haben, nicht die Banken. Aber das ist nicht ausreichend. Und deswegen hatte ich vorhin gesagt, dieser Dialog, der sollte mit einem Höchstmaß an Offenheit getragen werden. Und wir müssen uns, wir haben ja schon Initiativen laufen, wo wir versuchen, in die Schulen ein besseres Verständnis für das, was Banken tun können und nicht tun können, hineinbringen. Aber dieser Aspekt, was ist eigentlich ein Geschäft, was man moralisch vertreten kann, der bedarf viel mehr Aufmerksamkeit, aber nicht nur unter uns. Und hier, wie gesagt, hätte ich mir mehr Zeit gewünscht, um diesen Dialog mit der Öffentlichkeit auszutragen. Und dazu brauchen wir auch Sie. Und ich hoffe, dass es da Mittel und Wege gibt in Zukunft, wo man das mit dem nötigen Respekt, ohne Personalisierung oder Sensationalisierung, auf ein Niveau zu bringen, wo nachher alle eine bessere Basis haben und vertrauensvoll miteinander umzugehen. Ich glaube, es profitieren letztendlich alle davon. Ja, mit dem Appell des scheidenden Präsidenten schließen wir diese Runde. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Ein Hinweis noch, wir haben heute Nachmittag die Delegiertenversammlung. Die wird den Nachfolger von Herrn Fitschen bei uns im Vorstand wählen. Herr Fitschen scheidet auf eigenen Wunsch hin ja auch aus dem Vorstand aus. Seine reguläre Amtszeit von 3 Jahren endet heute. Und da er im Mai auch den Co-Vorsitz der Deutschen Bank abgibt, endet heute auch sein Engagement im Bankenverband. Der Nachfolger wird deshalb heute Nachmittag gewählt. Wir geben dazu etwa gegen 17 Uhr noch eine Personalie raus, eine Pressemitteilung. Ja, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Wir laden Sie herzlich noch zu dem Imbiss ein. Die beiden Herren werden jetzt schon zur Sitzung eilen. Vielen Dank.